Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Möchtest du schlank und mit einer tollen Figur in den Sommer starten? Wenn das der Fall ist, dann bleib gerne dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Sommer ist da, er hat seine vollen Züge angenommen. Wir sind schon in dünnen Klamotten, haben uns von den dicken Wintersachen verabschiedet. Aber da schauen wir doch mal des Öfteren, ich auch, muss ich gestehen, in den Spiegel und entdecken das ein oder andere Röllchen um die Hüften oder um den Bauch herum und wie wir das schnell loswerden und wie wir es schaffen, wieder in den Bikini aus dem letzten Jahr oder in den Badeanzug vom vorletzten Jahr hineinzupassen. Das werde ich euch zeigen, das werde ich euch sagen. Es ist gar nicht so schwer. Wir müssen nur ein paar Schräubchen stellen und dann schaffen wir das mit Sicherheit. Zuallererst möchte ich euch den ultimativen Tipp geben, um unser System, um unser Verdauungssystem, um unser Sauerstoffsystem, um unseren ganzen Körper in Schwung zu bringen und um unser Stoffwechsel dazu veranlassen, den ganzen Fett, die ganzen Fettansammlungen in ein Nichts aufzulösen, ist es morgens, bevor wir essen, eine Stunde spazieren zu gehen. Ja, ihr müsst nicht joggen, ihr müsst auch nicht Fitnessübungen machen, aber eine Stunde schnell gehen. Ich glaube, das können wir alle. Es sei denn natürlich, man hat Vorerkrankungen oder wir müssen irgendwelche Medikamente einnehmen oder wir haben einen schwachen Kreislauf, dann sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtig damit sein, aber wenn wir gesund sind und wenn wir fit sind, dann sollten wir, bevor wir morgens essen, eine Stunde spazieren gehen. Ein bisschen schnell, ein bisschen mit Elan, nicht so langsam durch die Gegend latschen, sondern schon mit Schmackes durch die Stadt gehen. Klar, wir können auch kleinere Pausen einlegen. Klar, wir können auch das Ganze mal ein bisschen reduzieren vom Tempo, aber schon mindestens eine halbe Stunde, wenigstens eine halbe Stunde morgens. Die Sonne scheint, die Luft riecht nach Sommer. Das kriegen wir bestimmt hin und unser Abnehmprozess wird mit Sicherheit in Gang gesetzt, weil der Stoffwechsel mag es gar nicht, wenn er morgens früh, bevor er was zu essen bekommen hat, schon anspringen muss und wird an unsere Fett Reserven rangehen. Versucht es unbedingt. Doch bevor ihr das macht, trinkt zwei Gläser Wasser auf nüchternen Magen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn wenn wir aufstehen, hat der Körper Flüssigkeitsbedarf und bevor wir mit unserem Walking starten, auf jeden Fall dem Körper genügend Wasser geben. Das hilft auch dem Stoffwechsel, dass er gut arbeiten kann, dass er schafft, das Fett zu verbrennen und auch unsere Gedärme, unsere Körperfunktion und unser Gehirn braucht Flüssigkeit, damit wir gut durch unser Walking am Morgen starten und damit wir gut kommen. Jetzt sind wir natürlich richtig hungrig. Wir müssen unbedingt etwas essen, wenn wir zu Hause ankommen. Und da ist leider die zweite Stellschraube einzustellen. Wir sollten auf süße und fettige Sachen beim Frühstück verzichten. Nichtsdestotrotz ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit in unserem Ernährungsplan. Wir dürfen und wir sollen auch ein gutes Frühstück zu uns nehmen, ein nahrhaftes Frühstück zu uns nehmen. Und dazu zählt einfach ein gutes Brot, ein Brot, was aus Vollkorn hergestellt worden ist, vielleicht auch ein bisschen dunkler, damit es uns auch lange satt hält. Wir sollten Eier essen, wir sollten Oliven essen, wir sollten ein bisschen Käse essen, nicht zu viel, weil Käse ist natürlich auch fetthaltig. Aber auch das ist wichtig. Käse enthält Proteine, die wir für den Muskelaufbau brauchen. Und Proteine sind gut, um Fett zu verbrennen, weil nämlich, wenn wir nicht so viel an anderen fettreichen Sachen essen, auch der Körper an unsere Fettreserven geht. Und das ist ja der Sinn der Sache. Aber auf jeden Fall, Proteine sind wichtig, deswegen auch Ei, ein bisschen Käse und vor allen Dingen auch ein gutes Brot dürfen wir essen. Und jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen, nämlich der grüne Tee. Grüner Tee und macht da ordentlich Zitrone rein, weil Zitrone hilft, dem Stoffwechsel ordentlich in Gang zu kommen. Zitrone spendet uns auch Vitamin C, das wisst ihr, und Zitrone hilft uns länger satt zu halten. Unser Körper, unser Magen hat auf jeden Fall ein Sättigungsgefühl, wenn es Zitrone
Zitrone im Körper hat. Und bitte immer schön Wasser auch während des Frühstücks trinken. Ja, ein Glas vor dem Frühstück, ein Glas während des Frühstücks und ihr werdet für den Tag satt sein. Das nächste große Thema ist natürlich, dass wir auf zwischendurch Geschichten verzichten sollten. Gewöhnt euch das ab. Es ist gar nicht so schwer, es ist auch gar nicht so schlimm. Keine Naschereien zwischendurch. Das ist einfach etwas, was wir zu unserem Körpergewicht, unserem schönen Bikini, unserer schönen Bikini-Figur zuliebe machen sollten. Nicht zwischendurch essen. Lasst dem Körper 4-5 Stunden Zeit, 3 Stunden, 4 Stunden mindestens Zeit, zwischen den Mahlzeiten wieder richtig Hunger zu entwickeln, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, wenn es an die Fettreserven geht. Ja, sagt euch immer, wenn ich Hunger habe, dann schmelzen meine Fettreserven. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansporn, um nicht zwischendurch zu essen. Denn wenn wir Hunger verspüren, dann geht der Körper an das Fett. Das ist so. Deswegen lassen wir dem Körper Zeit, 4 Stunden mindestens zwischen den Mahlzeiten, sich zu erholen, sich ein bisschen an die Arbeit zu machen, das, was vorhanden ist, auch zu verwerten. Mittags können wir tatsächlich, und das sollte dann auch die Hauptmahlzeit sein, nicht der Abend, da sollten wir wieder sehr, sehr reduziert essen, aber am Mittag können wir unsere Fleischmahlzeiten nehmen, wir können auch eine Sättigungsbeilage dazu geben, aber trotzdem Fleisch, Salat oder eventuell Gemüse oder nicht eventuell, sondern Gemüse, das sind Dinge, die wir zu uns nehmen sollten, die uns satt machen, die uns Kraft für den nächsten Tag und für den Rest des Tages geben. Also trotzdem versucht Fett reduziert. Ja, bitte nicht die dicken Fleischbrocken mit so einem dicken Fettrand und auch nicht so viel Salatöl in den Salat und keine frittierten Sachen, sondern auch da möglichst Fett reduziert, gesund, viel Gemüse, Fleisch und Proteine zu euch nehmen, das wird euch auf jeden Fall für die nächsten 4-5 Stunden satt halten. Ihr könnt am Nachmittag Obst essen, aber bitte auch nicht 3 Äpfel und 5 Bananen, sondern ein Stück Obst. Entscheidet euch für einen Apfel, das ist immer sehr gesund, aber natürlich könnt ihr auch Kirschen oder etwas anderes essen, aber immer nur eine Handvoll. Ja, nicht mehr als eine Handvoll Obst. Ihr könnt natürlich euch auch etwas zu trinken nehmen, aber bitte alles ungesüßt. Ja, Tee, Kaffee ist natürlich erlaubt, aber bitte ohne Zucker, das sollten wir uns total angewöhnen und unsere Geschmacksnerven, die schaffen das auch auf jeden Fall. Am Abend werden wir dann sehr reduziert, was die Kalorien betrifft. Ganz leicht Salate, ja. Mit Salat kann man so viel tolle Sachen machen. Macht euch ein bisschen Fisch in den Salat, ein bisschen Lachs, ein bisschen eine kleine Fleischbeilage darf auch rein, aber bitte fett reduziert, leicht Gemüse. Könnt ihr auch euch kochen. Man kann gekochtes Gemüse essen oder Linsen oder Bohnen. Könnt ihr auch essen, obwohl es da mit dem Nacht, dann nachts natürlich ein bisschen dann vielleicht riechen könnte. Nein, aber es sind dort eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, nur sehr leicht und keine Sättigungsbeilagen mehr wie Brot bitte und keine Sättigungsbeilagen mehr wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, sowas bitte gar nicht mehr am Abend, nur etwas Leichtes, wo der Körper trotzdem satt bleibt, aber trotzdem die Möglichkeit hat, die Nahrung am Abend gut zu verwerten. Und dann ist Schluss mit Essen. Bis zum Schlafengehen bitte keine feste Nahrung mehr zu euch nehmen. Also keine Snacks mehr, keine Schokolade, keine Nahrung, kein Stück Brot nochmal vorm Essen, kein Hafer, gar nichts mehr. Also es ist wirklich dann Schluss. Der Körper sollte sich erholen, er sollte sich auf die Nacht einstellen, er sollte wirklich dann herunterfahren. Auch der Stoffwechsel braucht seine Ruhe und er muss sich jetzt regenerieren. Das ist abends nur mal so, der Körper muss zur Ruhe kommen. Und dann wird Folgendes passieren. Ihr werdet am Morgen mit richtig tollem Hungergefühl aufwachen. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen am Morgen Hunger haben. Denn ein Mensch, der morgens keinen Hunger hat, hat am Abend zuvor zu viel gegessen. Das ist Fakt und das ist oft der Fall. Deswegen abends nicht mehr essen, nach dem Abendessen und morgens richtig Hunger entwickeln. Und wenn wir dann gesund sind und uns keine körperlichen Beschwerden anheften können, dann gehen wir am Morgen wieder
frisch gestärkt und mit ordentlich Hunger in den Spaziergang hinein und der Stoffwechsel wird die Fettreserven angehen, denn er hat Hunger und er muss unbedingt etwas für die Leistung, für die Energie, die er aufwenden muss, um spazieren zu gehen, tun und geht an unsere Fettreserven ran. Natürlich könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen steigern. Ihr könnt auch am Abend, nach dem Abendessen, einen Spaziergang machen, auch noch mal eine Stunde. Das wird noch mal so eine Triebfeder sein, noch mal so ein Hebel sein und das Gewicht noch mal reduzieren. Da werdet ihr mit Sicherheit, das werdet ihr mit Sicherheit bemerken. Mein Lieben, das sind ganz einfache Tipps, eigentlich auch eine ganz normale Ernährung. Wir haben nur ein bisschen an den Schrauben gedreht, dass es ein bisschen optimiert ist. Wir haben ein bisschen an der Ernährung gearbeitet, dass sie so ein bisschen umgestellt wird. Aber alle Dinge, die ich euch eben gesagt habe, werden euch satt machen. Klar, zwischen den Mahlzeiten werdet ihr ein bisschen Hunger bekommen, aber euer Körper wird sich darauf einstellen. Das dauert ein paar Tage und dann habt ihr das überwunden. Denn dann wird sich die ganze Hormonangelegenheit im Körper auch einstellen. Ihr werdet besser schlafen. Ihr werdet diesen Heißhunger auf Süßigkeiten und auf fettreiches Essen von ganz alleine verlieren. Und trinkt immer viel Wasser. Wir hatten schon in einem anderen Video drüber geredet. 2 Gläser morgens, 2 Gläser mittags, 2 Gläser am Nachmittag, immer vor der Mahlzeit. Während der Mahlzeit, dann werdet ihr auf jeden Fall ein tolles Sättigungsgefühl erhalten. Euer Körper wird durchflutet von Feuchtigkeit. Ihr werdet das Gefühl von Hunger verlieren. Dauert ein paar Tage, haltet durch, aber ihr werdet es mit Sicherheit schaffen. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!